sagen, dieses Oldschool-Feeling ist schon so geil. Was ist das? Ja, das ist ein alter Golf 2 in Memphis. Ja. 75 PS Vergaser. Ja. Ist es ja nicht mehr. Ist es nicht mehr, genau. Also das, was ich alles gerade Jam gesagt habe, nehme ich mal da zurück. Der ist ja noch krasser. Mit viel Zeit, Lebensenergie, Liebe haben wir das Auto zusammengebaut. Golf 2, aber man merkt, dass da ein Monster drunter ist. Auf jeden das Fall. Merkt man gerade. Der M3 von einem Mitbewerber von uns. Komm mal langsam, der fährt nämlich auf die Umgehungsstraße jetzt gerade. Echt? Echt? Man merkt auch richtig, dass er 6 Zylinder hat. Ey, mit dem 6. Gang? Ja, ja, als ob du im 1. bist. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind im wunderschönen Stadt Hagen. Wir sind nicht hier gekommen, um die Stadt hier zu bewundern. Nein, wir sind gekommen für Alltagsautos mit Dampf. Viel Spaß mit der Reihe. Was ist denn los mit dir? Da muss man erstmal klarkommen. Ja klar, fantastisch. Also ich muss schon sagen, dieses Oldschool-Feeling ist schon so geil. Der Geruch allein in diesem Auto, genau. Ist schon so super. Das ist krass. Also Ramazan Abi, erzähl mal ein bisschen was vom Auto. Ja, es ist ein alter Golf 2 Memphis. Ja. 75 PS Vergaser. Ja. Ist es ja nicht mehr. Ist es nicht mehr, genau. Ist halt eine Golf 3 Technik reingebaut worden vom VL6, Achse VL6, Hinterachse VL6. Und die Felgen auf dem 5-Loch, halt die Achsen halt ganz normal. Das Getriebe ist ein umgebautes 6-Gang-Getriebe. Ja. Oh, jetzt nieselt es. Ja, was soll ich dazu sagen? Mit viel Zeit, Lebensenergie, Liebe haben wir das Auto zusammengebaut. Mit Jam zusammen. Mit Jam im Prinzip. Die Idee war so, dass man noch einmal so ein Projekt macht, weil ich habe selber privat früher vor 15 Jahren ein eigenes Projekt gehabt, den ich gebaut habe und auf Beschleunigungsrennen in meiner Jugend gefahren bin. Und da dachte ich mir, warum soll das Jimmy auch nicht machen, weil er hat es im Blut. Ne? Und fällt vom Stand. Genau. Früher hat man Verbleit getankt. Ich müsste lauter reden, ne? Früher hat man Verbleit getankt und jetzt tankt man V-Power. Ja, so ist es halt. Das ist schon krass, ja. Ich muss schon sagen, das ist, also mir fehlen gerade die Worte. Ist Golf 2. Aber man merkt, dass da ein Monster drunter ist. Auf jeden Fall. Das merkt man gerade so. Obwohl ich jetzt gerade nicht beschleunigt habe. Ja. Und irgendwo kriege ich gerade Respekt, der so sagt, beschleunige lieber nicht. Ja, du weißt, aber es ist so eine Sucht. Fahr mal links rüber. Es wird zu einer Sucht. Was soll ich dazu sagen? Also der Unterschied ist zwischen so einem aktuellen Auto mit der Leistungsentfaltung und dann in einem gebauten, altem Auto, dass die Leistungsentfaltung knallhart reinkommt, man tatsächlich ein bisschen Angst bekommt und Respekt vor dem Auto, Vorsicht Fahrradfahrer. Und ich finde, wenn man Respekt hat vor dem Auto, fährt man auch viel besser im Straßenverkehr. Ja. Man ist auch nicht so geneigt, unnötig Gas zu geben, weil man weiß, halt, man hat die Leistung, der Blinker winkt noch. Ja. Also, ich muss auch sagen hier, der hat so ein Eigenleben, ne, so. Ja, natürlich. Also Kupplung ganz anders, Gasverhalten ist ein bisschen anders, aber das finde ich auch gerade das Geile. Ja, natürlich. Ja, das ist jetzt nicht wie bei Jam, alles ist tatenlos. Genau. Hier merkt man schon, hier musst du arbeiten, eins werden. Genau, hier musst du arbeiten und
3,5 ist so der Ladedruckpunkt, wo anfängst du aufpumpen. Vielleicht solltest du dann noch mit zwei Händen das Lenkrad festhalten. Gut, jetzt heute ist es trocken, die Semis sind warm. Traktion ist nicht so schlimm. Aber es rieselt es. Ich kann natürlich jetzt dann auch zur Traktions... Ja, also da müssen wir aufpassen. Aber du kannst gleich mal... Was ist das? Ja. Das ist ja was ganz anderes. Ich beschleunige mit dem 4. Muss man beschleunigen, solange es noch trocken ist. Ja, also. Zieh mal nach der Kurve durch. Also mit dem 4. Also Respekt an das Auto hier. Jetzt ist Semis auf jeden Fall vorbei. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist die Hölle. Was ist das? Und es ist auf der kleinen Leistung jetzt zur Zeit, fährt der Wagen. Oh mein Gott. Und was wird der theoretisch ohne Probleme schaffen? Also mit einer anderen Ansaugbrücke, die wir auch liegen haben. Ja, links. Die wir nur auf der Rennstrecke nutzen. Sind so ungefähr 550 PS drinne, mit natürlich einem anderen Steuergerät und einem anderen Ladedruck, 1,8 bar. Okay. Und jetzt fahren wir zwischen 0,9 und 1,1, je nachdem wie der Kfz-Fuzzi Gas gibt halt, ne? Also ich habe Respekt bekommen. Also das ist ja krass. Ja, wenn man so eine Welt ist, das Tacho vom Passat zu. Genau, was von Passat. Genau. Jetzt hier links. Sicherungskasten ist auch sparsam in der Stadt. Ich muss eins sagen, wir fahren 50 mit dem 5. Gang. Ja. Und ich habe das Gefühl, als hätte ich in den 2. eingeschoben. Ja. Ist krass. Ist hier ein normales V6-Getriebe drin oder? Nein, ein umgebautes Getriebe vom V4 Diesel, aber allerdings ist das, haben wir gesagt, ein zu kurzes Getriebe. Ja, Diesel, ne? Genau. Also ich würde so gerne noch mal drücken. Kannst du auf jeden Fall gleich mal zu den Genuss kommen. Du kannst im 6. Gang mal langsam durchbeschleunigen, da spürst du die Kraftentfaltung. Das merke ich schon. Bei jedem Gang. Ich fahre im 6. Gang 50 immer noch. Also, und ich habe das Gefühl, sobald ich nur den Gas antippe, kommt der. Ach, guck mal. Das ist krank. Das ist krank. Als sitzen wir nur auf dem Motor. Ja. Das ist krank. Also ich muss schon sagen, das Ding ist Hammer. War links, ja? Nur halt mit der Kupplung muss man am Anfang ein bisschen klarkommen. Ah, da kommt gerade der M3 von einem Mitbewerber von uns. Komm mal langsam, der fährt nämlich auf die Umgehungsstraße jetzt gerade. Echt? Der fährt auch auf der Rennstrecke. Der M3 ist gemacht, hat ca. 450 PS. Der Fahrer ist ein sehr erfahrener Fahrer. Okay. Wir fahren gleich rechts. Er dreht immer jeden Tag um diese Uhrzeit seine Runde. Oh Gott, V6. Und ist M3, der gleich vorbeifährt. Okay. Da bin ich gespannt, ob er auch kommt. Er kommt? Kommt der? Er kommt, glaube ich, ein bisschen blauer ist das. Ja. Ja, super. Ist das ein E46? Ein E36 ist es. E36 Turbomor? Nee, ist kein Turbomor, ist M3. Aber wie gesagt, der ist vorbeigefahren. Ist weitergefahren? Ja. Ah, schade. Das wäre doch schön. Das wäre schön gewesen. Er hat geguckt, zwei hier CK Motorsport fährt Autobahn. Nee, mach ich lieber nicht. Das? Golf? Was? Ein schneller Golf. Das ist der Golf.
das reicht auch nicht. Aber der, obwohl das Semi-Stick hat, obwohl es so regnet, ist der trotzdem richtig stabil auf der Straße. Weil die heiß sind, ne? Einmal trotzdem. Das muss man auch erstmal. Ich kenne Autos, die würden mit dem VR6 hochspringen. Ne? Und der ist bei keinem Gang hochgesprungen. Krass. Größte Pulle ist das denn? Wie? Gerade aus dem Gas geschehen. Wenn sie schön Gas geben und Wheelspins durchziehen. Sechsten Gang? Ja, als ob du im ersten bist. Mit dem sechsten Gang? Junge! Aber du merkst auch bei 2000 den Druck, wenn du ein bisschen Gas gibst. Ey, ich will gar nicht wissen, wie du mit dem vierten, fünften beschleunigst, wenn du durchgehend beschleunigst. Ja. Also damals habe ich, muss auf jeden Fall links meiner sagen, kannst du dir mal richtig auf den Pinsel drücken, weil dieses Getriebe, was wir jetzt auch drin haben, Hammergeil. Wird sich wahrscheinlich auch zerlegen, weil es die Leistung einfach nicht aushält. Meinst du? Wir haben etliche Getriebe liegen, die einfach geplatzt und gerissen sind. Auch auf Rennstrecken im Prinzip, ne? Die das einfach nicht ausgehalten haben. Wenn wir gleich sowieso wieder in Betrieb fahren, dann kannst du dir mal Bilder oder die Getriebe ja live angucken. Habe ich gesehen schon, die zerlegt. Ja, genau. Das ist halt, das ist auch so ein Punkt. Ja, muss ich immer aufpassen, die Welt. Da haben wir uns ja selber ein bisschen reingefuchst in diese Schematik Getriebe, halt um auch ein Low Budget halt. Was ist das? Also das, was ich alles gerade Jam gesagt habe, nehme ich mal das zurück. Der ist ja noch krasser. Also zweiter Gang muss ich noch einmal. Natürlich. Was ist das? Puh. Traum. Also mit den normalen Straßenreifen ist im dritten und vierten Gang immer noch Traktion oder durchdrehende Räder. Ne? Hier kann man wenden. Also du hast ja gesagt, du startest mit zweiten, ne? Ja, genau. Den ersten habe ich ja gerade gemerkt, genau. Sorry. Auf der Rennstrecke nur auf den zweiten Gang losstarten, sonst kommst du gar nicht vom Fleck. Also ich muss den zweiten Gang nochmal und den dritten. Das ist krank. Das ich merke gerade, du gibst reduziert Gas. Ja. Du musst ja mal Gas geben, hier links. Ich bin so ein bisschen, ist ja nicht mein Auto. Ja, kannst du ruhig fahren. Ich bin ja jetzt nicht. Zum Glück sind wir ja alle Schrauber. Ja, klar, aber ich möchte auch, ich habe Respekt vor dem Mann, das muss ich sagen. Ich kann es nochmal probieren. Wie kommt der her? Monster. Das nenne ich Monster. Das nenne ich Monster. Also, 1,8T, 2 Liter. Kommt gar nicht gegen ihn an. Die Kollegen sind schon zügig unterwegs. Also ich habe schon ein paar gefahren, 1,8Ts. Hubraum ist nur zu ersetzen durch mehr Hubraum. Und mit dem Turbolader. Da gab es mal so einen Aufkleber.
Hoppa. Dass er sich auch nicht totfahren würde mit so einem Monster, würde ich nämlich nicht davor hören. Also, genau. Also muss schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, Auto fahren zu können. Nutzt aber Alltag, ne? Den Wagen benutzen wir täglich, um zur Arbeit zu kommen, um Kleinigkeiten zu erledigen. Unser Lehrling fährt sogar mit diesem Auto Ersatzteile holen. Ne? Nimmst du noch Lehrlinge an? Selbstverständlich. Für dieses Jahr haben wir zwei Lehrlinge. Ich unterstütze alle jungen Leute, die diesen Beruf noch machen möchten. Natürlich müssen sie ein gewisses Know-how mitbringen. Und menschlich. Genau, Menschlichkeit und die Liebe zum Auto. Ja. Also Jungs, wenn einer oder der andere noch eine Ausbildungsstelle sucht, hier bei Ramazanabe melden wir. Genau, ab nächstes Jahr leider. Dieses Jahr sind beide Stellen belegt. Also wenn ich eine Möglichkeit hätte damals, ich würde es direkt machen. Selbstverständlich. Weil stell mal vor, du gehst Viertelmeile, du hast ja letztens sogar einen Azubi dabei gehabt, ne? Ja, genau, das war mein Lehrling. Den haben wir auch mit seinem Auto unterstützt. Und ich mag es, Jugendliche zu unterstützen. Das ist krass, das ist auch Respekt. Aber was jetzt. Ja, willst du was sagen? Nein, das ist gut. Also, was echt nur schade ist, Jungs, dass wir nicht mehr fahren können. Boah. Fahr direkt vor, wenn du willst. Alleine. Schade. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen damit mehr gefahren. Nicht sein! Ist nicht schlimm. Aber wollen wir. Machen aus, machen Gang rein. Der Wagen hat ja genug Kompression. Sorry. Nein, das ist gut.